Conny und Jelze, mittels geistiger Fähigkeiten sind wir lauter Feinheiten am Abmixen und Abtippen und jippt mit den klassischsten Texten wir dessen diesen abgehungerten, fummeligen Brummerbeat fein ins Munter am Pumpen, ja. Boah! Und jepp, dass der Bankwasser Production Soundeffekte vercheckt, deckt es an. An der Geplänke des Gespenstes. Jepp, muss kurz nochmal phänomenal abgestimmt durch die miesen Snoren des sogenannten Hasta-Pimps durchgenoggert werden. So kommen die zotteligen Lit-Shock-Beats echt immer krass, bis du Lappen dir eine dicke Backpfeife der Backpfeife einlangst und du völlig allerlei dabei abspackst im nappigen Takt, ja. Der Warendorfler Butter wird dir hiermit zuerst persönlich überreicht von dem Gesetz. Ich bin Ehrenmann Rudi Stöcki. Yep, ha, den allertruesten G. Krotzer! Und hiermit kommen wir mit der Post direkt durch deine Boxen. Gibt der Kneid, der Toppity Top. Der Topballer Snockerbass, Folge Fox, trottete durch. Und jupp, das ist der Hip-Hop, das ist Hip-Hop. Yep, jo, jupp, das hier ist eine Kolle, seine Olle. Wollen wir uns jetzt etwa boxen? Ihn letztens noch, wir gefloppt mit den allerneuesten Dong. Aber ist uns Latte wie Rotz. Wir brauchen keinen sabbeligen Soff, hauen einfach nur Verschallerter drauf. Yep, das Ministergeklimper ist nimmer wie diese fiese Krähe. Ist von der Erinnerung her nur voll geerntetes Gerede. Yep, auf jeden. Conny will, dass Jelze sich jetzt wieder benehmen tut. Und Jelze sich dann leider wieder benebeln tut. Aber war eh zu gut. Mütig, damals, ja, leider. Sich über irgendwie auskennen, sich aber jeder tut. Zoom die Suppe herbei. Und es ist gleich noch vorbei mit den scheinheiligen abgefeilten Rhymes. Aber stoppt sich somit happig an. Japp, aber ab ist damit nur eine kleine, aber feine Sache. Denn jupp, du dir den Scheibenkleister eingefangen hast. Wie eine Katze die Tatz an der Hand von irgendeiner vollgebatzten Matze. Und japp, hier spricht Conny, der Reimekanzler. Haha, genau wie ihr weggewischt und weggesischt den abgebrannten Schnaps von der Jacke. Ja man, krasse Sache. Hustlers sind am Wegflanken mit dem abgechillten Funk, der somit aus den Böxeln der Boxershorts verausgabt wird. Und du denkst schon wieder, wir sind gestört? Conny und Jay erobern die Welt der feinsten Geisterweibers zurück. Yep, Schweigen bringt Glück. Und ich dir Lines am Aufreihen bin und wir dann teilen bis Finn, versteh ich nicht. Keine Teile mehr bitte, rauch im Badezimmer mit meinem Zimmernachbar heimlich eine Kippe. Werfe dir Stände vor die Brücke, bis du dich befreiend am Ausweiten bist mit der Clique. Ich, Jay und ich, Conny, meinen meistens nur, dass wir zwei nur scheitern tun, wenn Jelze seine Rapper-Seele nur Scheiße reinredet. Aber war nicht wirklich mit Absicht. Also hassen wir nichts. Essen lieber etwas Stachschläge mit etwas Magie. Conny ist der Meister der weißen Magie. Jelze ist ein altbekannter Besäufnisfreund und stolpert voll, wenn jemand sich bei ihm in den Weg stellt und häufig heult. Dann wir dir eine kleben auf jeden. Denn echt keiner von uns beiden hat noch Bock auf das ganze Gerede. Bitte verzeiht. Denn Conny und Jelze kommen einfach zu tight. Wir beiden keine wirklichen Feinde sind einfach nur eins mit uns allen. Doch wollen zusammen, voll benommen, in die Falle. Conny, wir sind ich mich am Bedanken. Für jeden positiven Gedanken, der mir etwas positiv geschmierte Energie einkehren lassen hat. Ja, Mann, ja, ja. Okay. Ja. Pappeln, wenn der Wind weht. Pappeln, nicht, wenn kein Wind weht. Ich hab den Faden verloren, wie gerade geboren. Ich hab den Narbe verloren. Nana, Clownwelt bin ich gerne der Harlequin. Demo an mich, bin elend zu dicht. Ey, du zeigst mir den Spiegel im Käfig, du bist richtig gefickt. Das auch. Das kommt noch dahinter. Du willst nach Erfolg raten, ich eher nach Falken, das ist das Einzige, was mich hält. Du leidest unter seelischer Kälte, hör bei Zeiten lieber Joelze. Nimmermann. Pappeln, wenn der Wind weht. Pappeln, nicht, wenn kein Wind weht. Pappeln. Ja, Mann.